Ich bin gespannt. Moin. Moin. So, Fritz, du bist Kletterer, ne? Ja. Alles klar. Wir haben tatsächlich schon zwei Bäume, ne? Ja. Zwei Bäume, die auf jeden Fall hinten geklettert werden müssen, wo wir auf Bühne nicht rankommen. Oder noch mehr, was alles. Ja, Reto nimmt dich da am besten, ne, gehst du gleich hinten einmal mit Reto mit. Der ist hinten mit der Kettenbühne. Ja. Ja, oder wir legen da gleich auch noch Platten hin. Das ist vielleicht keine schlechte Idee, ja, dass wir die Matten da noch mit hinlegen. Also die Ecke hier ist schon Torlinie, sagst du, ne? Ja. Ja. Also entweder, ja gut, hier durch wird immer ein bisschen knapp. Ne, dann legen wir hier gleich noch einen Plattenweg aus. Weil wir müssen doch noch ein paar Mal nach hinten. Ne? Der ganze Scheiß, der da hinten wegkommt, muss. Dann sage ich gleich Bescheid, dann auch da vorne, wo eh schon diese schwarze Kuhle ist, dass man da sonst auch noch irgendwas reinlegt. Ja, ja, da kriegen wir hin. Alles klar, danke. So, zweiter Tag. Wir besprechen gerade die Vorgehensweise. Es ist jetzt auch, wie gesagt, ein bisschen YouTube-Hilfe da. Ja, du nimmst ihn bei dir mit, ja? Da hätten wir noch Witz, durchzukommen mit der Bühne. Was? Da hinten bei dem Turm und so, wie willst du da durchkommen? Habe ich noch kein Patent für. Eventuell müssen wir den ganzen Scheiß klettern. Ja, oder vielleicht können wir die Leiter da oben abschrauben und dann da durch. Das ja. Vielleicht. Vielleicht, ja. Hinter deiner Bühne kein Anhänger, da ist kein Anhänger. Wenn du mal unterwegs bist. Nee. Das geht nicht, was? Nee. Du hast nie Angst, haben? Nee. Also ist ja auch konstruktionsbedingt. Also ja, es gibt Bühnen mit Anhänger, ja, aber die nicht. Nee. So, die beiden, also Reto und... Oh, ich hab's mit Namen. Ich glaube, Fritz. Fritz kommt aus Lingen, ist Forstwirt, weiß also, wie man Bäume wirft und ist Kletterer. Ja, hat sich über YouTube Hilfe, also hat über YouTube Hilfe angeboten und ja, sehr geil. Was denn? Wir müssen mal kurz schauen dann, ja, was wir machen wollen. Willst du die großen, die halt doof aussehen, rausnehmen? Ich war hinterm Zaun. Anne, was? Ja, genau. Ja, wenig, genau. Sieht doof aus, ne? Also braucht er sich jetzt nicht so viel, aber sieht eben doof aus. Wir dürfen halt nur hinten nichts drauf scheppern lassen. Ich meine, wie gesagt, theoretisch müssten sie nicht raus, weil sie beeinträchtigen den Sportplatz nicht. Aber es ist... Die 3, 4, 5 da, das sieht halt doof aus, ne? Und der eine Dicke da hinten auf jeden Fall, ja. Dann könnte man den eigentlich vernachlässigen, der da mitten im Baum ist. Ja, der ist für den Arsch, genau. Den würden wir vernachlässigen. Da bin ich nicht rangekommen mit der Bühne. Ja. Der hat da... Achso, der hier über dem Wohnwagen hängt. Ja, aber da könntest du ihn mit der Bühne in den Baum reinsetzen und er könnte rübergehen, ja. Also du kommst nicht weit im Fall, du kommst nicht weit. Ne? Da könntest du ihn aber, wie gesagt, hier in den Terminal reinsetzen, ziemlich... Und dann geht er rüber, weil der Vorteil ist, sein Seilwinkel ist dann geil, weil ja, ungefähr 45 Grad. Schau mal, wie hoch das ich komme. Ne? Nicht hoch. Ich komme da wirklich nicht hoch. Also wir können das schon probieren, aber... Ich will da jetzt nicht in den Dreh laufen, ne? Die drehen gerade, ich will nicht in den Dreh laufen. Die drehen gerade, ich will nicht in den Dreh laufen. Aber was soll ich machen? Ich muss auch irgendwie weiter mit der Arbeit. Ja, was machst du jetzt? Ich frag mal nach, ob ich... Ja, aber es ist dreimal so lang, wenn ich hinten lang laufe. Scheiße. Und? Ja, gut. Ja, wie gesagt, ich will den nicht in den Dreh reinlatschen. Udo in Bestform. Ja, glaube ich, dass man... Aber warte mal, gehen die jetzt rein? Ja. Ich frag mal nach. Durchs Bild latschen, ey. Wie sieht das aus, ey? Und dies ist ja für die auch Arbeit, ne? Das darf man nicht vergessen, ne? Das ist ja keine Freizeit.
Udo verdient sein Geld damit, ne? Und also Udo nicht, der ist ja noch bei der Meier Werft, aber Wilke verdient definitiv sein Geld damit. Und du willst denen ja jetzt die Aufnahme nicht versauen, ne? Ich bin ja nicht bescheuert. Ich meine, die haben es geschafft, weißt du? Also wenn du davon leben kannst, das ist schon hart. Von YouTube leben. Du versaust denen den Ton, ja. Du machst jetzt Kettensäge an. Ist so. Wie gesagt, wir müssen ja leider auch arbeiten. Aber die müssen auch arbeiten und man muss ja irgendwie gucken, dass man miteinander klarkommt. Ne? Das ist das Wichtigste. Nein, wir müssen auch weiter, wollte ich gerade sagen. Aber trotzdem, das ist deren Sportplatz, deren Projekt, deren Baby, deren YouTube-Kanal, weißt du, da können wir nicht. Du wolltest die Silky haben, ne? Genau, lege ich dir hier hin. Ne, wie gesagt, ne? Also wenn du es als YouTuber so geschafft hast wie die, ne? Die haben auch goldene Hände gewonnen und allen Scheiß und so. Dann, nee, ich kann es dir da das Bild nicht ver- Und das ist klar, dass das ja auch, sowas muss ja auch geplant und koordiniert und abgesprochen. Und das ist logisch, dass das alles nicht so ganz spontan ist. Geht ja auch gar nicht. Ja, also wie gesagt, das muss ja auch immer alles passen. Naja, so. Und dann bringe ich euch mal Rigging-Equipment. Und wie gesagt, hier müssen wir dann gleich noch Platten auslegen. Weil ich wusste nicht, dass die Ecke schon zum Platz gehört. Aber wenn man hier sich das Tor anguckt, ja, dann fahren wir da hinten immer genau über die Ecke drüber. Und das ist natürlich doof, ne? Ich meine, wie gesagt, das ist Kette. Es ist weniger Bodendruck als Fuß. Aber man hört ihn wirklich bis hier, ne? Udo in Bestform. Udo in Bestform. So. Alter, wieso bin ich eigentlich so kaputt, hä? Ey, ich laufe hier 3 Meter und... Ja gut, gestern hat's da im Wärme herumgerumpelt, ne? Keine 1000 Schritte gemacht. Nur ein fauler Maschinenführer ist ein guter Maschinenführer. So, wie gesagt, ich habe jetzt Rigging-Equipment für die beiden. Die sprechen noch ein bisschen die Arbeit durch. Fritz ist da. Ja, Fritz. Ich glaube, Fritz heißt er. Korrigiert mich. Aber wie gesagt, Fritz forstiert. Sieht auch schon, guck mal, die beiden haben, die verstehen sich, das ist gut. 2 Kletterer unter sich, das ist gut. Er klettert. Fritz, der forstiert. So. Ich stelle euch das Rigging-Zeug hier hin, ne? Skylotech-Petzel? Mit Hosenträger, das ist vernünftig. Das heißt, du hast öfter mal eine schwere Säge am Gurt, richtig? Ich kann die Leute nicht verstehen, die ohne Hosenträger klettern. Ich kletter immer mit Hosenträger, weil wenn du, was weiß ich, alles ab 2,61 zieht dir sonst den Gurt aus, ne? Und du bist ja auch eher was schlanker. Ja, geil. Geil. Ja. Mit, wie lange hast du Kletterschein? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Ja. Ja, geil. Dann kannst du dich eigentlich in einer ruhigen Minute mit Fritz nochmal unterhalten, wegen Ausrüstung. Weil das, was ich so trage, darfst du ja nicht nehmen. Das ist ja in Deutschland alles nicht zertifiziert. Ja, der Monkey Beaver Belt, der ist eben auch, ne? Von Kletterer für Kletterer. Und zwar, ich sag, ja, es ist immer gemein, wenn ich sage Pflegehippies, ne? Aber der ist eben nicht von einem Pflegehippie, der ist eben nicht extrem leicht. Sondern das ist ein extrem schwerer, breiter, robuster, gut gepolsterter Gurt. Weil August eben auch, ne, mit großen Sägen, dicke, schwere Fällungen, ne, viel Equipment am Gurt hängen hat und so. Ne, da kannst du nicht so ein Gurt wie Zeitungspapier haben, weil ja, der hält es einfach nicht. Ne? Ja, sehr geil. Freut mich echt, dass du hier bist. Das ist auf jeden Fall eine große Unterstützung, dass hier noch ein Kletterer ist. Ja. Gerade für den Scheiß, wo die Bühne nicht rankommt, weil die ja doch in ihren Aktionsradius recht beschränkt ist, um sie mal nicht schlecht machen zu wollen. Man kann das auch positiv formulieren. Immer erst ein Lob, ne? Also es war ja gut bis auf, ne? Und dann kommt man mit dem, was alles scheiße war. Oder, ne? Ihr habt ja schon mal, aber positive Kritik, genau. So ein Scheiß lernst du bei der Bundeswehr als Führungskraft, ne? War ein Blödsinn. Ich habe zu meinen Rekruten immer gesagt, wenn ich nicht meckere, dann habe ich schon genug gelobt. Wenn ich nichts zu meckern habe, dann ist das Lob genug. Genau, nicht gemeckert ist genug gelobt. Nein, ganz so böse war ich nicht. Aber auch nicht viel lieber. Genau, deal with the problem when you've got one und rede keine Probleme daher, richtig. Rede kein... Alter, die Ecke hier, die haben wir echt zerstört, ne? Die haben wir echt zerstört. Das ist nicht gut. Da müssen wir uns nachher was einfallen lassen. Aber hier ist natürlich auch schwarze Erde und wenn du dreimal drehst, dann ist das zerstört.
Ich wollte eigentlich Grasrad mitgenommen haben, ja. Scheiße. Ich hoffe. Mein Telefon. Wieso schon wieder mein Telefon? Astrid. Oh, Astrid ist wichtig. Ist das nicht witzig? Es ist nicht witzig, dass du jetzt angerufen wirst und der Köter ist schon wieder ausgebüxt. Ja, also wie gesagt, die sind drüben am Drehen. Wir fahren jetzt nicht mit dem Wärmer. Wir mischen uns da nicht ein. Wir lassen die drehen. Und wir müssen nachher einfach hier den Plattenweg erweitern, dass wir den hier hinlegen, wenn die Bühne raus ist. Aber wie gesagt, wir fahren hier doch leichte Spuren im Wärmer rein. Das ist einfach so, das geht nicht. Ne? Ich meine, hier ist Laufweg, das ist noch was anderes, aber da die Ecke ist verplatzt, das wusste ich nicht. Das ist so geil, wenn man das mal live mitkriegt. Ne? Das ist so geil, Leute. Ich könnte mich gerade echt, ich amüsiere mich. Ich amüsiere mich wie die... Die haben Spaß, ne? Die haben einfach Spaß. Ich finde das geil. Also stell dir mal vor, ich könnte Baumpflege machen, um diesen Kanal zu betreiben. Das wäre voll geil. Weil dann würde ich nur noch die Aufträge annehmen, die mir Spaß machen. Weißt du, was ich meine? Du machst nur noch die richtig geilen Aufträge, die dir Spaß machen und verdienst das Geld dann einfach über YouTube. Weißt du, was ich meine? Ey, das ist auch anstrengend. Ich meine, du musst jede Woche neuen geilen Content bieten. Weißt du, jede Woche neue Highlights, jede Woche neue... Das ist hart, glaube ich. Also ich glaube auch, dass viele YouTuber an diesem Druck kaputt gehen. Und darum bin ich eigentlich ganz dankbar, dass ich den Scheiß nur nebenbei mache. Aber alleine so, wenn man das mal weiterspinnt, weißt du, diese Überlegung, Mensch, du kannst davon leben, du machst, was dir Spaß macht und verdienst da auch noch richtig Geld mit. Also wenn du es richtig machst, verdienst du eh. Aber wie gesagt, das sind, weiß ich nicht, wie viele Millionen YouTuber gibt es und wie viele Leute können davon leben, weißt du, was ich meine? Das ist, ich glaube, nicht mal 1%. Nicht mal 1%. Außer Kanäle wie Rangerstar und so. Die haben sich aber auch stark verändert. Früher, ich habe Rangerstar in seiner Anfangszeit geguckt. Ich habe mich ja sogar mal in Amsterdam mit dem getroffen. Ich wollte mich auch in Amerika mit ihm treffen, hat leider nicht funktioniert. Ich habe mich in Amsterdam mit ihm getroffen. Er hat auch ein Poloshirt von mir und so. Und wir haben ihm auch schon... er hat mir Pakete geschickt, ich habe ihm Pakete geschickt. Aber alles an der Anfangszeit, als er noch so 50.000, 60.000 Subscriber hatte. Jetzt hat er irgendwie, keine Ahnung, 2,5 Millionen oder so. Ich glaube nicht, dass er sich noch an mich erinnert. Vor allem hat sich sein Kanal, sein Content völlig verändert. Er war früher so Poor Man's Logging und so, weißt du, seine einfachen Videos, wie er angefangen ist auf seinem Homestead mit geringen Mitteln und so, weißt du, mit immer improvisieren und sowas, weißt du, was eben cool ist. So, und jetzt hat er alles, ne, er hat einen Trecker mit allen möglichen Anbaugeräten, er hat diese, er hat das, okay, das ist natürlich alles über den Kanal mitgewachsen, ne, aber dann war das zum Beispiel, dann ging das los mit irgendwelchen Sponsorings, dann hat er ein Sponsoring von Makita gekriegt. Dann waren natürlich alle Makita-Werkzeuge waren die besten und er hat nur Makita und Makita ist unkaputtbar und Makita, weißt du? Und dann lief sein Sponsoring mit Makita aus, dann hat er ein Sponsoring von Dewalt gekriegt, wahrscheinlich, weil die mehr gezahlt haben. Plötzlich war Makita scheiße, Dewalt war das Beste, weißt du? Und ich finde, dass das, das kannst du nicht bringen, weißt du? Du musst authentisch bleiben, ne? Du musst authentisch bleiben und sonst fühlen sich die Leute... Und darum gucke ich ihn auch gar nicht mehr so gerne. Er macht zwar ab und zu noch gerne Videos, aber ja... Also, Marcel, um hier bei unserem Kanal zu bleiben, quält sich weiter mit der Stangensäge, um da hinten die Äste rauszukriegen. Er kriegt die nicht abgebrochen, er kommt auch mit der Bühne nicht durchgefahren. Ist also, ja, aber kriegt er hin, er arbeitet dran. höher, mehr Hebel, höher anziehen, mehr Hebel. Soll ich dir doch die, oh, er kommt, du hast es, gib nicht auf, Großer. Also wie gesagt, wir versuchen den Lärm gerade auf Minimum zu beschränken, weil die am Drehen sind. Deswegen fahre ich hier auch gerade nicht mit dem Wärmer rum. Marco macht sich jetzt fertig, der geht in die Bühne. Reto und Fritz klettern. Und genau, wir müssen sonst nachher, wenn die Bühne raus ist, Marcel ist da gerade am restlichen Bäume am Schneiden, wenn die Bühne raus ist, müssen wir den Plattenweg in einer Spur, also die breiten Platten und die schmalen Platten dann immer zwei nebeneinander, in einer Spur, da hinten auf jeden Fall noch, ab da, wo hier dieses Modderloch ist, bis da hinten zur Ecke, wo die Steine anfangen, müssen wir den legen. Man sieht ja, wo ich immer mit dem Wärmer da lang gerumpelt bin, weil die Ecke gehört schon zum Platz. Und da bin ich dummerweise jetzt gestern die ganze Zeit rübergefahren. Genau, du grinst, ne? Udo at hits best. ich möchte natürlich keinen Streit mit denen, weil wir möchten das natürlich vernünftig alles hinterlassen. Ne? Auch hier sieht man ja, bin ich in der Mitte manchmal, ne? Lässt sie nicht vermeiden, ne? Weil
die Halbspurplatten liegen ja jetzt für die Bühne und nicht für den Wärmeer. Das heißt, wir beschränken uns mit dem Wärmeer erstmal auf Minimum. Und wenn gleich die Bühne raus ist, dann lassen wir eine Spur liegen, am besten die äußere Spur, weil dann ist das auch ein bisschen vom Platz weg, und legen einfach hier weiter, damit knickt dahin einen Weg. Ne? Gut. Und ansonsten ist genau im Moment erstmal Äste quasi immer so in Längsrichtung legen, dass ich die nachher, wenn die mit Drehen fertig sind, mit dem Wärmeer rausholen kann. Jo. So machen wir es. Der Plan ist gut. Wolltest du hier einfach in die Mitte oder was? Was? Die Äste gleich in die Mitte? Dann nee. Ja, ich hab... Ja, ich schicke dir Fabian und Björn gleich im Eimer hin. Wie gesagt, die können dann auch die Äste eben legen und die gucken auch von unten dann, ob noch Totholz ist. Genau. So machen wir es. Klingt am Plan. Genau. Hummer deinen Helm. Da ist wohl ein Ast irgendwie hingefallen, glaube ich. Also das Wetter ist heute aber geil, ne? Das Wetter wird heute echt geil. Ja, okay. Nicht da lang latschen. Da lang latschen. Außenrum. Ja, genau. Ist das gut so? Ja, so liegen die tipptopp. Ja. Das ist gut so. Ja. Genau. Dann können wir, wenn die, ich will da jetzt nicht immer mit Wärme hier rumfahren. Die sind am Drehen. Ne, genau, die sind da gerade am... Ich dachte, dass hinter deiner Bühne wohl ein Anhänger hinter durfte. Nee. Wa? Dann hast du den zweiten... Schaffen die auch gar nicht. Die sind eigentlich ist der Motor in der Bühne nur drin, um die Hydraulik anzutreiben. Ja. Ne? Das ist ein 90 PS Motor. Ja, Red Bull ist viel Geld reingesteckt. Ne? Ja. Das ist richtig gut, weil so kommen wir, wie gesagt, gleich mit dem Wärme heran und können die alle wegnehmen. Ja. Oh, jetzt latschen die auf das Bild. Scheiße. Der Schweizer. Ihr latscht da auch stumpf durch. Ne? Ja, also wie gesagt, ihr seid live beim Videodreh mit dabei. Ja, hier wird eine neue Folge, weiß ich nicht, Mein Dorf, mein Leben. Ein Dorf, ein Verein. Udo und Wilke, ich weiß gar nicht, für welchen Kanal. Die haben mehrere Kanäle, ich weiß nicht, für welchen Kanal. Hier müssen wir nachher auch irgendwie nochmal mit der Hake durch und dann hauen wir eine Handvoll Grasart rein, ey. Wobei, ich glaube, die fahren ja auch mit ihren Autos, ne? Also, so, das Blöde ist, ich müsste eigentlich langsam mal häckseln. Da liegt schon wieder ein richtiger Berg. Ich würde auch gerne häckseln, aber wenn ich da jetzt den Hacker anmache, dann drehen die, glaube ich, durch. Ich meine, da muss Udo noch lauter schreien. Ich glaube, das kann er wohl, aber... Oh, scheiße. Ja, es ist schwierig, ne? Es ist schwierig. Eigentlich müssen hier gerade zwei Betriebe arbeiten. Ne, die verdienen ihr Geld mit YouTube, ich verdiene mein Geld mit Baumpflege. Ich müsste eigentlich sehen, dass ich hier fertig werde und dass ich ans Häckseln komme. Aber ich kann denen natürlich den Dreh nicht versauen. Ne? Ja, das ist so, weil die leben davon. Also Wilke lebt davon. Fritz, sein Auto, geil, ne? Lada Niva, oh, ich finde die Karre geil. Hätte ich gerne noch für die Jagd. Ne? Wenn ich ein eigenes Revier hätte, hätte ich einen Lada Niva. Geile Karre. Unkaputtbare Technik. Unverwüstlich, geht überall durch, vor allem mit den Reifen. Sehr geil. Ja. Ich muss nochmal häckseln. Scheiße. Müsste eigentlich mal häckseln, das macht. Ich habe den Jungs auch schon verboten, die Kettensäge zu benutzen, aber. Hey, ja? Ja. Okay, danke. Ich habe verboten zu arbeiten. Ja, ich meine, wir wollen euch den Ton ja nicht versauen, ne? Darum. Okay. Gut. Weil der Vario ist ja fast voll und ich muss da ja auch irgendwann mal Kippen fahren. Oder irgendeiner muss da mal Kippen fahren, weißt du, was ich meine? Oder wir müssen den Halk reinhäckseln, aber, ne? Das ist ja... Oder wir müssen schaufeln, ich weiß es noch nicht. Wir werden eine Lösung finden. ja, der ist also gleich tatsächlich voll.
Da muss irgendeiner nach Broal fahren oder so und die Bude leer kippen, denke ich. Gut. Weil, wie gesagt, wir müssen den Scheiß irgendwann auch mal wegkriegen. Wir können nicht immer nur stapeln. So, wir haben mal wieder einen Berg weggehäckselt. Ja, und das Auto ist langsam wieder kurz vor Bums voll. Das Problem ist, wir müssen gewichtsmäßig aufpassen, weil das ist natürlich alles Eiche. Und ja, er geht jetzt schon gut in die Knie. Das heißt, so richtig vollvögeln werden wir ihn nicht können. Puh, die meisten Leute haben das Problem, dass die Materialien für ihren Hacker zu groß sind. Wir haben immer das Problem, die Materialien sind zu klein. Wir kommen also nicht dicht genug an die Walzen ran. Ich werde den Tisch hier nochmal kürzen, werde den flacher machen. Werde den bis auf diese Bedienung zurückschneiden, damit man von der Seite besser rübergreifen kann. Weil ihr seht, das ist jetzt sehr hoch, man kommt nicht dran. Und ich werde hier oben auch nochmal ausklinken, dass man mit dem Greifer dichter an die Rollen kommt. Das ist so das nächste Projekt für den nächsten Sommer. Also nicht diesen Sommer, da fliege ich nach Namibia. Aber für den Sommer drauf oder so, wenn der Hacker, ich weiß gar nicht, wie alt wird er dann, 6 oder 7 Jahre wieder bei uns? Ich glaube 7 wieder. Dann ist das, glaube ich, eine gute Idee. Im verflixten 7. Jahr das Ding nochmal auseinander zu brennen, auseinander zu reißen und umzubauen. So, moin, ihr seid jetzt auch hier, sehr geil. Wo sollen wir hin? Genau, wir quatschen jetzt hindurch, wo wir euch mit einsetzen können und dann geht's los. Abnehmen, ne? Wenn die hier am Drehen sind, dass wir nicht durchs Bild latschen, keinen Krach machen, da irgendwie nicht, ne? Das ist scheiße. Du lachst, ja, ich weiß, du mit deiner Kettensäge nimmst da keine Rücksicht drauf. Euer Funksystem, funktioniert das über Funk oder über Bluetooth? Nee, Funk, ganz normal. Funk, okay. Müsst ihr gucken, ob er sonst in unseren Kreis reinkommt? Digitalfunk. Ach so, Digitalfunk, okay. Jo. Ja, die sind wie gesagt auch am Werkeln, am Drehen, am Machen. So, und hier natürlich auch praktisch, dass der Plattenweg liegt. Ne? Also ich glaube, hier mit dem Anhänger ist... Der Reifen ist platt, aber nur unten. Der Reifen ist platt, aber nur unten. Ich wollte sagen, wir haben Kompressor, ne? Das ist kein Problem. Hey, das ist ernst, ne? Wir haben Kompressor. Also ihr könnt den aufpumpen sonst. Dann müssen wir den nur einmal bis zum Parkplatz kriegen. Ja. Du hast Kompressor, ne? Ja, ich habe einen tragbaren. Ja, darum. Tragbar sogar. Ja, klar, war gut. Johnny, holst du den Akkukompressor auch noch raus? Weil wir können ja vom LKW. Wir können ja vom LKW Luft abnehmen. Richtig. Ne, deswegen, wir haben ja quasi immer einen Kompressor mit, ne? Wenn du neben dem LKW stehst, ne? Wir können vom LKW Luft abnehmen. Und er hat aber sogar einen auf Akku. Ich weiß nicht, wie eine Rüsselfräse. Kommen wir da jetzt dran, oder muss ich die Fräse ausladen? Scheiße. Ja, okay. Dauert zwar. Also wie gesagt, entweder, ja. Hier haben wir den eben da zum Parkplatz geschoben. Und dann, wie gesagt, einmal Fräse raus, Luft pumpen. Schick. Sehr gut. Sehr gut, sehr schön. Du hast gefrühstückt? Du bist doch gar nicht der Frühstücker. Ich wollte sagen, eigentlich frühstückst du doch gar nicht. Er ist auch richtig fleißig am Packen. Ne? Kommt aus Wittmund, folgt unserem Kanal und hat hier das alles einmal schon in Richtung gepackt. Und wie gesagt, meine Idee wäre jetzt, ich hole den Wärmer, ich grapsch den Scheiß nach vorne. Was machen wir, wenn wir das scheiß Auto voll haben? Ne? Irgendeiner muss dann losfahren, kippen. Ja, gut. Okay. Wir haben das Auto fast voll, ne? Irgendeiner muss irgendwann los zum Kippen. Nicht sein, weil ich kann hier schlecht weg. Oder wir müssen den Hulken häckseln und die Bühne dann, ja. Ich habe noch keine Patentlösung. Oder wir häckseln den Twin-Triller. Der ist geladen, ne? Ja, den habe ich geladen. Ja, zur Not muss ich beide dann auf einmal leer. Warte mal, was machst du denn? Wieso? Ach so, ihr habt die Bühne falsch rumstehen. Das ist natürlich clever, ne? Nein, ja, ist klar, aber ist natürlich clever. Wir haben natürlich über die Front nicht so viel Reichweite wie über den Arsch, ne? Lass nix auf Udo seinen Trecker fallen, ne? Das Dach war auch 10 Kilometer weit weg. Ja, du lachst, das prallt dir erstmal noch eine Weile nach. Das prallt erstmal noch eine Weile nach. Ja, so, also, was geht hier ab? Hier ist Marco jetzt in der Bühne.
Marco ist in der Bühne und wenn ich mich nicht irre, sollten Reto und Fritz am Klettern sein. Reto und Fritz sind am Klettern und hier, wie gesagt, fleißige Hilfe aus Wittmund zum Essen packen. Genau, da hinten kommt Reto um die Ecke. Mach langsam, ne? Jo. Overdrive nicht so. Hey, ja? Nicht, dass du mich noch Bienen fallst, ne? Er ärgert dich gerade. Er hat gesagt, er hat nur einen Wurf gebraucht. Wurfschnur ist echt nicht. Ich hasse Einwerfen, weißt du? Ich hasse Einwerfen. Also, wenn es irgendwie geht, ne, lasse ich mich mit der Bühne reinsetzen oder irgendwie und weil. Ich bin auch kein guter Werfer, gebe ich ganz offen zu. Ich bin mit der Big Shot relativ gut. Ich versuche immer zweimal zu werfen. Wenn ich beim dritten Mal nicht treffe, gehe ich mir die Big Shot holen. Ne, weil das ist meine Nerven. Und wie du ja jetzt auch, man hat grundsätzlich Knoten und Krangel drin, ne? Immer. Ich hatte erst diese ganz günstige Kunststoffleine, diese gelbe, die haben sie, glaube ich, alle. Ja. Weil, weiß ja, oh, darf ja nichts kosten. Ja. Dann habe ich mir eine geflochtene Dyneema geholt, weil, ne, ja, die Kunststoff, die krangelt immer, die Dyneema soll besser, es ist alles scheiße. Du hast immer überall Knoten drin, es ist scheißegal, welche Schnur du hast, immer Knoten drin. So. Ja, also Reto ist, Alter, dass das Ding permanent am Piepen ist, geht mir so aufs Gehirn, ne? Wenn das meine wäre, wäre das das Erste, was ich abstellen würde. Ohne Witz, ey. Was soll das mit der Pieperei? Wo ist Reto überhaupt? Ach, da baut der Reto sich ein. Hier hinterm Wohnwagen. Ja, ja. Versteckt in der Ecke. Ja gut, viel ist hier zum Glück nicht in dem, ne? Das geht eigentlich noch. Überhang brauchen wir da gar nicht groß kürzen. Ein bisschen in den Zaun freischneiden. Und ein bisschen Totholz raus. Wenn du eine Stangensäge brauchst, sagst Bescheid, wa? Ja. Ja, mache ich. Krieg ich hin. Für irgendwas muss ich ja auch gut sein. Also wie gesagt, ich werde mir dann auch gleich den Wehrmeer schnappen und weiter anfangen. Wir müssen irgendwann den LKW leer kippen. Das ist ein Riesenproblem, weil ja, du und ich sind die einzigen LKW-Fahrer hier auf dem ne, ganzen scheiß verdammten Platz. Ne, also entweder wir hacken den Twin-Triller auch noch voll und sagen, okay, wir kippen irgendwie morgen oder so. Weil... Scheiß auf Sonntagsfahrverbot. Oder, wie gesagt, wir müssen... Ja, aber heute Abend ist ja... Naja. Ja gut, wir kriegen eine... We will find a solution. Auf jeden Fall. Wollt ihr den jetzt erst rausfummeln? Habt ihr den raus? Also ist das Tor ist schon raus, oder? Ja, wir sind aber hier rausgefahren. Wir waren eigentlich nur drauf, dass Reto und die Klettern so sind. Ja. Ja gut, da ja, können wir sonst... Wie weit ist Reto denn? Reto, wie ist die Lage? Wie lange brauchst du? Nein, wir gehen dann alle zusammen frühstücken, genau. Ne? Wenn die hier schon Frühstück für uns machen, dann gehen wir auch alle zusammen frühstücken. Wie viel sind wir jetzt überhaupt? Ich hatte gestern gesagt, wir sind maximal 10, aber ich glaube, wir sind locker 10, oder? Also allein bei mir stehen ja mit mir schon 6 Leute rum. 6, hinten 3, ja, 10 kommt hin, ja. Krass, hätte ich nicht gedacht, wir waren gestern zu dritt, weißt du, was ich meine? Wir waren gestern zu dritt und heute rennen hier 10 rum, ne? Also, das ist schon ein krasser Unterschied. Gut. Der hier über mir ist tot, die sind eben gestummelt, da sind Reiterrate dran. Der da ist definitiv noch tot, der ist definitiv tot. Da vorne hängt noch was Abgebrochenes drinne. Der da hinten ist tot. Also normalerweise... Will ich wissen, was das war? Okay. Ja, da gibt es ein schönes Video, ne? What the climber here, what the groundman here and what the customer here. Ja?
So, und jetzt sollen wir, es heute Morgen gesagt worden, das hier noch einkürzen. Also den Überhang überm Sportplatz hier, den sollen wir noch einkürzen. Also das Totholz hätten wir sowieso rausgenommen, dafür, dass das schon mal gemacht worden ist. Man hätte hier super mit der Bühne fahren können. Wir fahren hier ja auch mit der Kettenbühne und dann kommt man da auch super ran. Aber wenn man das alles mit Gewalt klettern muss, dann klettert man das eben mit Gewalt. Das ist der Grund, warum ich Maschinen effizient einsetze und nicht nach, was ich habe oder was ich nicht habe. Und wenn ich was nicht habe, leihe ich das eben dazu. Weil wenn ihr seht, der da, ist nämlich auch tot. Und der da hängt eben auch noch ganz schön über dem Platz. Und der Flutlichtmast ist auch nicht freigeschnitten. Das heißt, wir werden uns die Mitte auch nochmal vornehmen. Wie gesagt, die ist zwar schon gemacht, aber bei genauerem Hinsehen ist die eher so, kennt ihr die Amerikaner sagen, a 30 feet paint job? A 30 feet paint job ist ein 10 Meter Lackierjob, also ein 10 Meter, das heißt, du hast quasi mit der Sprühdose so ein bisschen drüber genebelt, wie ich das manchmal bei der Bühne auch mache, damit man die Roststellen nicht so gut sieht. Wenn man so an 10 Meter Entfernung an unserer Bühne vorbeiläuft, dann sieht man die Roststellen nicht. Aber wenn man dann eben neben der Bühne steht, dann sieht man, dass einfach der Rost übergesprüht worden ist. Das ist a 30 feet paint job. Und das hier ist so, ja, die Bäume sind gemacht worden, sind aber eigentlich auch nicht gemacht worden. Ne? Der da oben, mausetot, ihr seht unten am Astansatz, fehlt auch schon die Rinde bis hin zur Mitte und pilzstichig, tot. Der hier unten, tot. Der da, gestummelt, ohne Reiterrate, ist am Absterben. Der da, tot. Tot, 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 hängt überm Platz. Gestummelt, ohne Reiterrate, muss rausgeschnitten werden, wird absterben. Tot. Mausetot. Ganz, ganz doll tot. Gestummelt, keine Reiterrate, stirbt vorne ab, muss raus, bis auf den zurückgeschnitten werden. Gestummelt, Reiterrate, stirbt aber vorne ab, kann raus. Tot. Mausetot hängt genau über dem Sportplatz. Mausetot. Aber das ist auch so ein Ding, da geht man eben mit der Stangensäge. Wenn man das auch klettert, dann stellt man sich da in den Zwiesel, nimmt eine 4 Meter Stangensäge und bricht die ganze Scheiße einfach raus. Tot. 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 Dahinter halbtot. Muss man sich angucken, wenn er vorne noch Knospen hat, kann er drinnen bleiben. Tot. Mausetot. Also wenn ihr den hochgeht, genau hier über dem Zuschauergang. Tot, tot, tot. Mausetot. Tot. Flutlichtmast freischneiden. Den Unglücksbalken hier einkürzen, entlasten. Den hier genauso. Gestummelt am Absterben. Angucken, wenn tot, raus. Gestummelt über dem Flutlichtmast, raus. Tot, da oben tot. Da tot. Also können wir die ganze Mitte nochmal nacharbeiten. Das kann ich so nicht drinnen lassen. Ne? Das ist gar nicht böse. Das ist ohne, völlig ohne Bewertung. Aber daran sieht man, Klettern ist nicht immer das Mittel der Wahl. Das ist Schwachsinn. So eine Sache im Außenastbereich, auch hier da der in der Mitte tot. Ich meine, sowas in der Mitte, klar, das kannst du rausnehmen. Aber Außenastbereich, Totholz, ist immer scheiße. Das weiß ich selber. Ich bin Kletterer. Ich klettere auch schon über 20 Jahre, ja. Machst du nicht. Aber dann nimmst du dir entweder eine Stangensäge mit oder du musst dir halt eine Bühne leihen. Dann ist das so. Ne? Klettern ist doch eigentlich sowieso. Nur, ja, wenn du mit nichts anderem rankommst, dann würde ich klettern. Oder wenn es einfach schneller ist, weil es sich nicht lohnt, für eine 8 Meter Tanne eine Bühne zu leihen. Aber ansonsten, warum soll ich was klettern, wenn ich... Und darum ist eben das Geile, wir machen das nicht aus Hobby oder so, ne? Sondern wir sind eben, ich verdiene mein Geld mit Baumpflege. Deswegen habe ich auch die Maschinen. Ich habe einen Hacker, ich habe eine Bühne, ich habe, ja, so ein Minimal-Equipment brauchst du, ne? Du brauchst einen Häcksler, du brauchst einen vernünftigen LKW, wo du raufbläst. Du brauchst eigentlich auch eine Bühne, wenn du ernsthaft Baumpflege betreiben willst. Oder du vermietest dich eben einfach nur als Subunternehmer-Kletterer, dann brauchst du nur ein Pickup oder ein Bulli oder irgendwas, wo du dein Equipment drin hast, womit du dann von A nach B kommst. Dann brauchst du keine eigenen Maschinen.
Und man kann sich auch viel leihen, das weiß ich. Aber du willst doch nicht jedes Mal einen Hacker leihen. Du willst doch nicht jedes Mal eine Bühne leihen. Du willst doch nicht jedes Mal... das ist doch Schwachsinn. Ein vernünftiger Betrieb, der das ernsthaft betreiben will, der braucht ein gewisses Maß an Equipment. Ansonsten ist das Hobby, dann kannst du es auch lassen. Wenn du ernsthaft Geld verdienen willst, dann brauchst du ein gewisses Maß an Equipment, dann musst du auch investieren. Ja, ist so. Egal, nicht aufregen. Gut, Rito hat beschlossen, da rauszuklettern, deswegen warten wir mit Frühstück noch. Und er hat auch die Gewichte. Ich hab damals tatsächlich gedacht, der 160er ist einfach nur ein 100er, ja, wo die hinten Gewichte dran gebaut haben, ne? Weil der sieht auch optisch gleich aus. Ja. Aber der ist fast einen Meter länger. Okay. Der ist komplett neu konstruiert. Also das ist, der sieht zwar aus wie meiner, aber der Arm ist länger, der hat auch höhere Hub. Also der kann höher heben, 30 cm höher heben wie meiner und so. Der sieht eigentlich nur aus wie der CTX 100, ist aber eine komplett eigenständig entwickelte Maschine. Okay. Ich habe ja mit dem Vertreter von Wellmer jetzt die Tage gesprochen, weil ich auch den Rotatorgreifer von denen ausprobieren will. Aber ja. So. Dann hält die Platte wieder nicht. Dann hält die Platte, also das sagt er auch, irgendwas geht immer kaputt bei den Dingern, ne? So, also Frühstück, ihr Lieben. Jo, vielen lieben Dank. Das ist lieb, danke. Kaffee ist wichtig. Brötchen ist nur Kohlenhydrate, Kaffee ist wichtig. Udo ist heute Morgen nicht gut drauf. Ich halte das für eine doofe Idee und wir übernehmen keine Haftung. Ich glaube nämlich, wir drücken das Ding unten zusammen. Aber wir werden sehen. Ich überreiche dir. Hast du kein Little Piercing? Da können wir dich dann an die Haken. Wir haben jetzt gerade gefrühstückt und haben einmal kurz die Hütte versetzt mit dem Kran. Die drehen jetzt wieder, ne? Man sieht hier, der Kameramann filmt fleißig, wir machen trotzdem Kraft. Die haben uns das erlaubt, das ist sehr gut. Wir dürfen also fahren und arbeiten, das ist sehr schön. Die arbeiten auch, das ist ja für sie Arbeit, das ist ja deren Job. Und wir räumen hier weiter eben auf. Wir haben jetzt mit der Bühne, sind wir jetzt an dem Mittelteil bei. Wir schneiden das vergessene Totholz raus. Wir schneiden den Überhang zum Sportplatz. Schneiden wir auch gleich. Also die Bühne steht jetzt doch im Mittelgang, während die andere Bühne und zwei Kletterer hinten parallel arbeiten. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, aber eigentlich ist meine Stimme grundsätzlich laut und deutlich. Auch über den Krach vom Wehrmeer drüber weg. Also da oben der Abgebrochene, weiß ich nicht, ob ihr das sehen könnt. Den schneidet Marcel jetzt mit der Stangensäge. Also wie gesagt, die Bühne steht im Mittelteil. Das heißt, wir machen den Mittelteil jetzt doch mit und arbeiten danach.
stellen wir gleich die Tore wieder hin. Und ja, warte mal, ich zeige euch das mal schnell. Da braucht ihr zwei Mann mehr fürs Tor, ne? Ist zu schwer, oder? Nein, sollen wir so lassen. Ach, sollt ihr so lassen? Das sowieso komplett neu muss. Okay, die Bande kommt neu. Gut. Also, wie gesagt, da oben der Ausbruch und eben auch noch Totholz und so, da ist Marcel jetzt bei. Deswegen, wir haben die Bühne jetzt hier in dem Gang aufgebaut. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir die rückwärts um die Ecke kriegen. Weil, wie gesagt, es soll hier noch ein bisschen Überhang aus den Bäumen raus, was ja nicht kletterbar war. Und ja, da ist eben, habe ich ja gerade schon erzählt, auch noch jede Menge Totholz drin. Also an den Ast kommt Marcel auf jeden Fall noch ran. Das Blöde ist, es darf natürlich nichts auf den Sportplatz fallen. Hashtag! also werden wir gucken müssen, dass wir hier so ein bisschen rückwärts um die Ecke kommen und das dann über den Arsch hoch und dann kann er da das Totholz und den Überhang auf jeden Fall noch schneiden. Sonst muss das die Kettenbühne machen. So, ja, und dann sollte sich der Baum, wie gesagt, auf jeden Fall mal angeguckt werden, weil das ist nicht witzig. Ja, auch hier die beschädigten Wurzeln und so, das ist nicht schön. Und die Jungs sind, wie gesagt, Reto ist da hinten am Klettern. Fritz ist da am Klettern. Da. Und die Bühne ist da auch parallel im Einsatz und er ist auch immer noch fleißig am Aufräumen. Ne? Hier, vielen lieben Dank. Jeden Sonntag guckt er meine Videos. Und ist da auch immer noch fleißig am Aufräumen. Ne? Sehr, sehr geil. Und wie gesagt, Marco ist oben eben da mit der Bühne am Schneiden. Fährt Wilke. Hängen. Da war auch noch ein bisschen Totholz drin. Ne? Das geht eben um diese drei Äste, die hängen da eben extrem Richtung Sportplatz. Ja. Ja, da müssen wir gucken, ob wir bei der Bühne ein bisschen rückwärts reinkommen. Ja. Das sind eben, der eine ist ja gestummelt, da guckst du ja direkt drauf zu. Und hinter dem Gestummelten die zwei, drei Spitzen. Und dann dahinter nochmal der zweite Baum, also quasi der 1, 2, dritte. Nee, da kommst du so nicht ran, ja. Kommst du so nicht ran, leider, ja. Da müssen wir, wie gesagt, entweder die Bühne da reinkaspern oder das mit der Kettenbühne auf dem Rückweg machen. Ja, schwierig. Ist das Sportplatz oder ist das Tribüne? Wie bis in die Ecke? Boah. Wer hat das gesagt, wir dürfen das unfahren? Du darfst immer singen. Ich singe auch meistens irgendwie während der Arbeit. Öfter. So. Wir haben jetzt mit Ach und Krach die Bühne da um die Ecke gekriegt. Guckt ihr oben mit dem Schild, ja, ne? Ihr habt ja die Bespannung schon abgebaut, ne? Na gut. Weiß ich das? Ja, okay. Habe ich jetzt eine Stunde da? Ja. Aber sonst, wie gesagt, wir haben den Bereich hier eigentlich schon wieder ganz schick hier. Die haben auch schon einmal gehakt, dass die dicksten Spuren vom Wärmeer wieder weg sind. Jetzt haben wir das Laub dann noch einmal aus der Ecke in den Grünabfallsack. Dann blasen wir den Sportplatz hier gleich noch einmal sauber. Oder Bolzplatz oder was es ist. Und dann sieht man eigentlich schon wieder gar nicht mehr, dass wir hier drauf gewesen sind. Der nächste Plan ist, dass wir hier dann im Eimer haken, pusten. Und nächste Woche gehen wir einmal mit dem Krautmesser am Wall lang und nehmen den ganzen kleinen Aufschlag, Brombeerscheiß und so, mulchen das einmal platt. Dann sollten die hier Sommer über Ruhe haben, dass die Leute hier langlaufen können und so. Und ja, jetzt geht's drum, genau darum hatte ich die Kamera mit. Wir sind hinten mit der Bühne um die Ecke gekommen. Aus dem Kapitel frag nicht wie, frag nicht warum, aber ne, wir haben's. Wichtig ist, irgendwo anfangen. Arbeit ist genug da.
Ja, dadurch, dass wir jetzt den kompletten Mittelteil noch einmal nacharbeiten müssen, wir hatten drüber gesprochen, hinreichend drüber gesprochen, deswegen das Kapitel ist für mich jetzt auch abgehakt und Geschichte. Ja, du siehst aber, ne, die Toten siehst du, den Gestummelten siehst du und es geht wie gesagt um den Ast, den Ast, ja eigentlich um diese, die hier so, genau, was hier über den Sportplatz und nix auf den Sportplatz knallen lassen. Bei deinem Leben. gehst hier gerade runter oder meinst du, das passt? Ich wollte noch weiter. Also ich wollte erst hinten anfangen sozusagen und dann hier von hinten vorne rein. Ja gut, hinten die Ecke ist ja fair. Achso, nee, du musst an den Baum noch ran. Okay, ja. Ja, klingt nach dem Plan. Bis in die Ecke gerade und dann, ja, nützt ja nichts. Ja, stand auch nicht auf meinem Zettel, aber... Und dann hier wieder her, ja. So, Marco ist da hinten. Und die beiden Kletterer sind da und ich finde das, er ist so fleißig, ne? Er ist echt fleißig, ne? Für sein Alter. Er ist irgendwie 62 oder so, ne? Ein Totholz-Ankerpunkt ist eine doofe Idee. Also Eiche ist ja tendenziell ein Deadwood-Keeper, aber trotzdem, ich finde das sieht hier schon echt sexy aus. Also hier, wo wir überall schon gewesen sind, finde ich, sieht das echt sexy aus. Ja, ne? Und wieder, ne? Dieses Thema, es passt kein Lift rein. Es passt kein Lift. Es passt überall ein fucking Lift rein. Es passt überall einen fucking Lift rein. Und man hätte hier super, ne? Immer dieses, das muss unbedingt geklettert werden. Alter, ein Scheiß muss geklettert werden. Die scheiß Baustelle, wo ich keine Bühne reinkriege, die muss erst noch gebaut werden. Fahr bitte nicht gegen den Flutlichtmast. Den siehst du, ne? Ey, und zur Not hebst du eine Bühne mit einem Kran irgendwo rein, ne? Da steht ein Kran, da kannst du auch eine Leo-Bühne irgendwo mit über ein Haus heben und dann, oder über eine Garage oder sonst was und dann, ey, das passt überall eine Bühne rein. Wenn man denn will, ist es manchmal eine Frage der Verhältnismäßigkeit, aber ne, manchmal kletter ich auch lieber die Dinge, weil, ne, geht schneller als eine Bühne, aber theoretisch geht überall eine Bühne rein. Es ist eben immer nur eine Frage des Aufwands und der Mittel. So, hier passt ja jetzt sogar eine Sprinterbühne rein. Das heißt, man hätte die ganzen Bäume hier gar nicht klettern müssen, sondern hätte die mit einer Sprinterbühne einfach machen können. Nicht quatschen, machen. Also, die pusten hier jetzt mal einmal sauber. Wir wollen das ja alles vernünftig hinterlassen. Wir wollen das alles vernünftig hinterlassen. Blasen da jetzt sauber. Diese ganzen kleinen Totholzfissel und die kleinen Äste und die Blätter und. Ne, das wird hier so sauber gemacht, wie man das von uns kennt. So ist das. Das Wetter ist geil, ne? Das Wetter ist geil, der Platz ist geil, der Hulk ist geil. Sehr schön. Wir hatten es gerade drüber, über Luxusprobleme. Sowas hier ist natürlich zu klein für einen Hacker mit Kran. Das musst du von Hand reinschmeißen. Aber wir haben die erste Ladung, ihr seht, es ist schon wieder rückwärts runtergerieselt. Wir haben die erste Ladung bumsvoll. Ne, und jetzt fahren wir nachher den Twin-Trailer rückwärts ran, häckseln den Twin-Trailer rein. Ja, wir könnten auch in Hulk häckseln, aber den Hulk brauche ich heute Abend für den Bühnentransport, weil wir müssen ja die Leihbühne hier wieder rausschaffen. Also, www.attacke.de, die Jungs sind auch fleißig. Ja, wir sind alle fleißig irgendwie. Das Wetter ist geil heute, es macht Spaß. Leider ist schon wieder Mittag. Das heißt, wir müssen echt noch einen Schlag reinhauen. Hier ist auch echt immer viel Publikumsverkehr, fällt mir auf. Der fährt jetzt auch schon zum zweiten Mal lang. Also hier wird auch echt immer viel geguckt. Aber gut, das ist ja wahrscheinlich auch interessant. Ja, und jetzt, genau, jetzt haben wir den Bolzplatz da eben schon wieder aufgeräumt und sauber. Und hier hinten am Wall haben wir soweit sauber. Und jetzt geht es für mich eben darum, den grünen Abfallsack gleich einmal zum Container zu holen und da rein zu kippen. Alter, ist das Wetter geil, die Sonne hat schon richtig Kraft. Und wie gesagt, die sind drüben weiter fleißig mit der Bühne an der Gänge. Und ja, es läuft. Nicht ganz so schnell, wie wir gerne hätten, aber... Es läuft und das ist das, was wichtig und entscheidend ist. Und alle haben Spaß. Ich glaube, das ist auch somit das Wichtigste. Aber wie gesagt, hier der Bolzplatz, ne? Echo Booster am Start. Der ist schon wieder schick. Hier sieht man gar nicht, dass wir hier drauf gewesen sind. Und ja,
Hier sieht man auch nicht mehr, dass wir hier gefahren sind. Die ganzen Spuren so ein bisschen zu und alles. Einmal alles sauber. Hey, also weißt du, wenn ich jetzt... Du, weißt du, warum ich Selbstgespräche führe, Reto? Weißt du, warum ich Selbstgespräche führe? Auch ich brauche manchmal eine fachkundige Zweitmeinung. Ne? Deswegen führe ich Selbstgespräche. Auch ich brauche manchmal eine fachkundige Zweitmeinung. Ach ja, ja, sehr geil. Wir waren mal 10, ja. Ja. Gut, die sind da ja zu dritt hinten noch fleißig. Wo ist Fabian? Wo sind die denn hin? Also Marco ist da hinten in der Bühne immer noch einsam auf verlorenen Posten am Schneiden. Du bist irgendwie auch einsam auf verlorenen Posten. Die beiden sind da hinten. Ja. Nein, nein, nein. Der Ankerpunkt wird nie überstiegen. Hashtag. Ach so, okay. So, also nee, ja, normalerweise, also ja, ich habe da jetzt die Kamera laufen, deswegen sage ich natürlich, dass du deinen Ankerpunkt nicht übersteigen sollst, ne? Sonst heißt das wieder bei den Kursen, ne? Ah, da der YouTuber, der komische, der hat gesagt. Und dann nehmen die Leute das wieder für ernst und dann kriege ich wieder Ärger und Anrufe und die BG steht bei mir vor der Tür und ne, diese ganze Scheiße, die das immer so mit sich zieht. Die ganzen Leute, die denken, ne? Genau, alles so Menschen, ne? Ich meine, wie gesagt, du kriegst in der Fahrschule auch beigebracht, innerorts darfst du nicht schneller als 50 und das Handy bleibt in der Hosentasche. Aber was du da hinterher von machst, ne? Also brauchen wir nicht drüber reden, Theorie und Praxis. Nein, natürlich überklettert man seinen Ankerpunkt nicht. So, fertig, basta, aus, macht man nicht. Ja, aber ich habe jetzt noch Vollsicherung. Nein, ich will kein Ja, aber! Du bist auf Video. Man überklettert seinen Ankerpunkt nicht, fertig. Genau. Setz deinen Ankerpunkt höher. Nein, also da oben hängt Reto, ne? Wir flachsen gerade über Funk. Alles schick, alles gut. Und weiter hier am Mittelgang. Ne? Marcel kürzt hier den Überhang ein, was eben gewünscht worden ist, was ja nicht zu klettern ist. Also so ein Ast trägt ein Kletterer, ne? Also Cola-Dose sagen wir immer. Ne? Also so ein Ast trägt durchaus ein Kletterer, vor allem wenn er in dem Terminal verankert gewesen wäre und dann nach da rausgeht, ist das durchaus möglich, auch vom Seilwinkel her. Der Seilwinkel ist dann immer noch fast 45 Grad, also noch sehr, sehr gut. Ich meine, umso flacher der Seilwinkel, umso mehr Gewicht bringt man ja in den Ast. Das ist natürlich nicht so gut, aber das wäre noch ein guter Seilwinkel gewesen und der Terminal hält einen locker. Und wenn man glaubt, der hält einen nicht, dann geht man eben über den Zwiesel, hinten rum um den und dann runter. Ne? Also da einmal dran, gewirkt, da ein Redirect über den Zwiesel und dann runter. So hätte es ein erfahrener Kletterer gemacht. Und zwar deswegen da oben angewirkt, damit man nur einfache Last hat. Wenn du unten am Stamm bist, hast du oben am Ankerpunkt zweifache Last. Das kriegt ihr in jedem Kurs beigebracht und das ist auch so. Deswegen ist Single Rope so geil. Wirkt euch da oben an, da den Redirect rein, dann dahin. Und schon kannst du auch solche Äste klettern. Ja, ein erfahrener Kletterer wäre da ohne Probleme rausgegangen. Da anwürgen, da redirecten, da runter. Seht ihr das? Vom Winkel her optimal. Fast 45 Grad. Ich meine, umso flacher, umso schöner. Ne? 90 Grad drin hängen ist quasi immer schön. Aber das ist möglich auch mit Klettern. Ihr seht, Reto und Fritz klettern da hinten auch. Und die klettern auch weit in den Außenastbereich. Guckt euch an, wo Reto da rumsteht, was der da gerade über dem Lichtmast weggenommen hat. Das geht alles. Und Reto macht das hobbymäßig, genau. Reto macht das hobbymäßig, ne? Der ist eigentlich Röntgentechniker und 90 Kilo schwer, genau. Röntgentechniker, 90 Kilo schwer, macht es hobbymäßig und klettert auch in den Außenastbereich. Genau bei solchen Bäumen. Und jetzt sieht man es noch deutlicher. Da rein, da fest, da runter. 45 Grad Seilwinkel, sehr geil zu klettern. Ist möglich. Ist möglich. Man muss das halt nur sehen, dass man sich da redirecten kann und da sein... Ne? Egal. Rege dich nicht auf.
ich mache auch Fehler. Ich mache auch manchmal Dinge, wo andere sagen, warum macht er das nicht anders? Nur ich sage eigentlich grundsätzlich nicht, dass es nicht geht. Es geht vieles. Vieles geht. Und da klettert ein 90 Kilo schwerer Röntgentechniker, der hobbymäßig, ich glaube, du bist übers Geocaching angefangen mit Baumkletterei, ne? Ach so, okay, dann haben wir das jetzt nicht verraten, dass du übers Geocaching zum Baumklettern gekommen bist. Okay. Okay. Mhm. T5, okay, mit Hilfsmittel, ja. 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 Genau, dann lernst du einwerfen. So, und auch hier, Fritz, wie gesagt, fleißig da unterwegs, ne? Also, auch wir klettern. Okay, also 20, 25 Meter wirfst du einen noch. Da bin ich zu faul zu. Bin ich zu faul und zu blöd. Also ich bin kein guter Werfer, das gebe ich zu. Ich bin auch kein guter Kletterer. Auch das weiß ich. Also zumindest kein Pflegehippie. Das sage ich ja immer wieder. Pflegehippie ist eine Beleidigung. Also ich bin wirklich kein guter Pflegekletterer. Ich war früher ein besserer Pflegekletterer. Ich bin früher auch also ganz anders noch wohin gekommen, wo ich heute sage, Alter, nee, das tue ich mir nicht an, ich nehme eine Bühne. Ne? Aber Fällungen, möchte ich behaupten, bin ich immer noch, ja, doch, ganz effektiv unterwegs für mein Alter und für die Zeit, die ich das schon mache. Und wie gesagt, und darum weiß ich auch, was geht und was nicht geht. Und die Aussage, sowas geht nicht, ist einfach mal, lass ich so stehen. Lass ich so stehen. Jeder darf, ja genau, und vor allem, du musst, nein, ich würde ja auch nie einen Kletterer, der für mich als Sub klettert, den zu irgendwas zwingen, wo er sich nicht sicher fühlt. Das ist das ja. Der Kletterer entscheidet, geht oder geht nicht. Und wenn der Kletterer sagt, geht nicht, dann geht das für ihn nicht. Ob das generell nicht möglich ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber es geht einfach in dem Moment für ihn nicht. So, fertig. Lassen wir das so, würde ich. So ist das fair. So ist das fair, sonst ist das unfair. Ne? Wir wollen nicht unfair werden. Genau, wir wollen nicht unfair werden. Es nervt mich nur, die Arbeit von anderen nachzuklären. Deshalb rege ich mich wahrscheinlich ein bisschen auf. Und es nervt mich grundsätzlich, wenn einer sagt, etwas geht nicht. Wenn es im Rahmen der Physik ist, geht es. Die einzige Grenze, die ein Baumkletterer hat, ist die Physik und sein eigener Kopf. So, halten wir das mal fest. Der Kopf ist, glaube ich, genau. Das ist wie beim Geländefahren, ne? Das Auto kann viel, viel mehr, als der Fahrer sich selber zutraut. So, hier müssen wir nämlich jetzt auch wieder... Hinten passt mit Korb. Und da habt ihr ja auch was drunter gelegt, damit die Stützen nicht aufsetzen. Wieso ist hier eigentlich so ein Riesenloch? Oh, hier ist irgendwie so ein Träger. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht drauf fahren. Wieso lässt sie jetzt absaufen? Hat doch vorhin auch gut geklappt. Das würde ich so nicht sagen. Ja, 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 passt. Kommt rum. Kommt gut. Ja, siehste. Passt kein Lift rein. Ist klar. So, jetzt ist aber die Frage, was machen wir? Wir fahren den Scheiß mit der Kettenbühne ab, oder? Weil du kommst eh nur bis zur Tribüne und die 3 Meter reichen uns nicht. Das Einzige, was du noch machen kannst, ist vielleicht, wir bauen einmal auf und schneiden den Ast noch ein bisschen kürzer. Genau, da wo du, ne, du baust auf, fährst hier dran vorbei, fährst da hoch. Ne? Oder nimmst da auch noch eben 3 Spitzen vorweg, Arschlecken. So, wie gesagt, das war nicht. Und dann sehen wir nämlich zu, dass du hier rauskommst, damit wir vorne den Scheiß fertig kriegen. Weil, wie gesagt, stand nicht auf meiner Agenda, den kompletten Mittelteil hier nochmal zu machen, richtig. Das stand nicht auf meiner Agenda. Nein, das kommt immer so böse rüber auf Video, ne? Der Mertens, der meckert, der Mertens. Nein, es ist kein Meckern. Es ist auch keine. Es ist nur die Wahrheit, dass ich da einfach einig. Und B, Ich komme mal schroffer rüber, als ich bin. Ich bin eigentlich ein ganz netter Kerl, möchte ich behaupten. Wer mich kennenlernt, wird feststellen, ich bin eigentlich ein ganz netter Kerl. So, und jetzt muss ich auch mal wieder hier ein bisschen sehen, dass wir vorankommen. Aber ich möchte euch dran teilhaben lassen und ich filme ja deswegen jetzt heute mal ganz, ganz viel. Und finde das eben auch ganz toll, dass wir so viel Unterstützung haben. Finde toll, dass die Sonne scheint. Das Gestummelte unter dir war es nicht du, nein. Nein.
Also wie gesagt, ich bin dankbar und froh über die Hilfe hier. Ich bin dankbar und froh über, dass wir das hier machen. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, weil das eben wieder zeigt, wozu die Community fähig ist. Genau, so, halten wir das mal so fest. Es stand noch nicht auf meinem Zettel, dass wir, das sind ein paar Bäume, ne? Und das ist eben auch eine Menge Arbeit. Und das nervt jetzt einfach, dass wir das nachklehen. So, ich wollte sagen, du bist jetzt 2 Stunden nur damit beschäftigt, die Bühne da rein zu quälen. Und wie gesagt, fertige Arbeit oder vermeintlich fertige Arbeit nachzuklehen. Und wie gesagt, das kommt böser rüber. Ich meine das nicht böse. Bitte versteht das nicht falsch. Ne? Bitte versteht das nicht falsch. Jeder Kletterer hat seine Grenzen. Jeder Kletterer hat sein ne? Also alles schick. Der Kletterer, das sage ich auch immer auf meinen Baustellen, hat grundsätzlich recht. Und wenn er sagt, es geht nicht, geht es nicht. Fertig. Ende im Gelände. Ich habe nur Methoden aufgezeigt, wie es eventuell machbar gewesen wäre. So formulieren wir das jetzt mal. So halten wir das fest. So darf ich das dann, glaube ich, auch im Video lassen. Weil ich will niemanden an die Karre. Das müsst ihr mir wirklich, das müsst ihr mir glauben. Ich will niemanden an die Karre. Es ist so. Ich möchte grundsätzlich niemanden eigentlich kritisieren. Und ne, tue ich auch nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Ist nicht, eigentlich nicht meine Art. Soll auch nicht meine Art werden. Mich nervt einfach nur gerade, dass uns das auffällt, dass wir jetzt einen Teil machen, von dem ich eigentlich ausgegangen bin, er ist fertig. So, Ende im Gelände. Ende der Durchsage. So, jetzt bauen wir hier eben auch nochmal die Bühne auf und machen da, sobald wir noch können. Dann ist uns die Tribüne im Weg, also da kommen wir sowieso nicht mit Bühne weiter. Das heißt, dieser ganze Teil muss geklettert werden. So, also ihr seht, was wir hier noch aus den Bäumen rausgeholt haben, an Ästen eingekürzt haben und was hier immer noch an Totholz so rumliegt. Der Puster steht da, weil ich habe jetzt den Platz sauber gepustet. Hier waren natürlich Blätter und kleinere Äste. Das habe ich jetzt einmal sauber geblasen, damit wir Hashtag, ich will keine Ärger mit Udo. Also wir haben hier einmal, da wo wir gearbeitet haben, wie man das von uns kennt, einmal gepustet. Geblasen. Arne ist der Blasehase. Ja. Und dann müssen wir irgendwie den ganzen Schiss muss ich hier noch rausholen, was ich heute irgendwie nicht mehr sehe, weil wir sehen langsam schon unsere Fälle davon schwimmen. Aber man sieht, wir haben hier den, super, jetzt zeige ich hier gerade so ein Kacknest, was wir noch wegschneiden müssen. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben hier überall den Sichtschutzzaun und alles schön freigeschnitten, ja, am Arsch. Also das da kommt gleich noch weg. Aber sonst haben wir hier schön vernünftig eingekürzt, Last aus den Unglücksbalken rausgenommen. Wie gesagt, so lange, gerade Äste, die dann nur am Ende Gewicht hatten, haben wir reduziert und eingekürzt. Drüben sind sie jetzt da noch mit der Bühne, da eben mit 2 Kletterern. Und aber wie gesagt, wir kommen da jetzt langsam mal zu einem Ende, weil wir müssen unser ganzes Geraffel hier ja noch rausschaffen und auch dieses ganze Totholz, was wir eben, wie gesagt, überall noch geschnitten haben, irgendwie gleich noch mit dem Wärmer nach vorne fahren. Und dann geht es nächste Woche weiter. Wir müssen aber dummerweise alles rausfahren, alles mitnehmen und dann nächste Woche alles wieder reinfahren. Ja, das ist natürlich doppelt Arbeit, aber lässt sich nicht ändern. So, hier legen wir gleich einen Plattenweg ein bisschen enger zusammen, damit ich mit dem Wehrmeer, wie gesagt, das Zeug hier gleich rausrumpeln kann. Und dann call it a day. Ne? Mehr haben wir dieses Wochenende leider nicht geschafft. Aber hier ist eben komplett fertig über dem Bolzplatz, dass auch dieser Ballschutzzaun da dann hingehängt werden kann. Die mir so ein bisschen Sorgen gemacht haben, die sind vernünftig durchgepflegt. Da hinten, das ist alles vernünftig durchgepflegt. Ja, da ist auch ein Totholzstummel, sehe ich. Ist aber nicht relevant, der wird nicht runterfallen. Und da wäre einfach mit der Bühne, wäre er da auch nicht mehr hingekommen. Das ist... Es ist natürlich auch nur ein Kompromiss. Ich möchte jetzt nicht meine Arbeit rechtfertigen. Liegt mir fern, ist mir auch scheißegal, weil wie gesagt, ich kriege hierfür keine Kohle. Von daher, alles was ich hier mache, ist schon, ne, besser als nichts. Und alles besser als vorher. Und ich habe eben sehr enges Zeitfenster. Ne? Das ist hier wie gesagt nicht mein Hauptaugenmerk, sondern mein Hauptaugenmerk sind meine Kunden. Und das hier ist quasi Hobby und Freizeitvergnügen. So, also wie gesagt, hier auch hochgeschnitten, eingekürzt, Totholz raus.
Ne? Alles unter 3 cm ist kein Totholz. Also wenn ihr euch fragt, warum der Kleine da nicht raus ist, das ist so, ne? Daumendick und auch nur 20 cm lang, deswegen nicht relevant. Aber ansonsten haben wir das hier so weit frei, auch da oben alles sogar eingekürzt. Ne? Und da ist er jetzt eben hier drüben am Schneiden, so gut wie es geht, dass wir hier noch ein bisschen was fertig kriegen Richtung Parkplatz, während wir dann eben den ganzen Plunder von hinten hier nach vorne vorholen. Fabian ist schon wieder fleißig am Packen. Sehr schön. Und wie gesagt, hier müssen wir gleich Plattenweg auslegen, damit wir hier nicht noch groß was kaputt fahren und dann auch einmal langpusten, sauber machen für heute. Für heute call it a day. Ja. Genau, Platten aufladen. Wir laden die Platten auf. Fabian kann am Auto bleiben. Und dann kommen die Platten. Siehst du, der Junge kann fahren. Der Junge kann fahren. So. Habe ich aber auch gesagt, dass das passt. Und er kann fahren. Und hat er sogar ganz alleine. War keiner da zum Einweisen. Kannst halt fahren, ne? Wer fahren kann, kann fahren. So. Jetzt sehen wir zu, dass wir... Ey, hier muss das Totholz aber nachher gleich noch verschwinden. Wenn wir hier fertig sind, muss hier das Totholz noch verschwinden. Definitiv. So. Udo pustet da. Das ist mal eine geile Halterung für den Rückenpuster. Also der Scheiß muss hier noch verschwinden. Definitiv. So. Und wie gesagt, dann jagen wir jetzt mit der Pritsche rein, laden die Platten auf, die Bühne ist raus, Grünabfallsack, Haken, haben wir die alle schon vorne oder? Ne, die stehen da glaube ich noch, genau. Dann können wir nämlich hier gleich noch so ein bisschen nachhaken, unsere Spuren raus. Dann, wenn das nämlich die Woche zweimal regnet, siehst du gar nicht mehr, dass wir hier gewesen sind. So. So, das hier ist jedenfalls alles schick. Er ist so fleißig, ne? Er räumt da schon wieder Äste ab. Er ist so fleißig. Wir müssen unbedingt noch Nummern tauschen, dass ich mit ihm irgendwie noch Kontakt haben kann. Fährst du hier durch? Ja, genau. Fahr nach hinten, dann brauchen wir die nicht so weit schluren, ja. Oder fahr wenigstens bis hier auf die Ecke. Hier ist eh schon schwarz. Dann brauchen wir nicht so weit schluren. Dann müssen wir hier nachher nur noch einmal pusten, wenn wir die Platten weg haben. Hier muss auf jeden Fall noch gepustet werden, ne? War der Puster noch hier? Ja, ne? Gut, dass wir das Totholz hier einmal wieder wegkriegen. So, ich mute mich im Einmal. Hier hat er auch schon wieder gehakt, das ist gut. Der ist in der Mittelkonsole vom Nissan. Ja. Genau, ich wollte, dass uns den keiner aus Spaß abzieht und wir da stehen und den nicht mehr haben. Weiß ja, ne? Sei schlau, lernen beim Bau. Da ist auch alles wieder schön sauber. Jetzt geht es nur noch einmal hier. Ich puste den hinter den Jungs her. Und dann haben wir das. So, ihr Lieben. Platten sind raus. Ich habe hier noch einmal gepustet, damit hier alles schick ist. Ja, hab den Puster noch um. Udo ist da hinten auch am Pusten. Der hat so einen schönen zweiten Handgriff für den Puster. Seht ihr? Das ist schon geil. Also Udo ist da hinten am Saubermachen. Wir sind hier am Saubermachen. Laden die Platten auf Fabian seine Pritsche. Von den Spuren her würde ich sagen, ist das alles noch ganz okay hier. Ne? Ist halt Kette. Also einmal noch die Platten drauf. Fabian fährt die nach vorne, laden wir die zweiten Spurplatten auf. Und dann ist das eigentlich schick. Ich blase dann hinter den Jungs hinterher. Ja, sehr geil. Der Hulk hat ein bisschen sein Revier markiert. Wir pusten jetzt die Auffahrt noch mal sauber. Dann drücke ich rückwärts mit dem Hulk dahin. Wir haben die Platten drauf und die Bühne drauf. Ich bin hier gerade reingefahren. Und wir haben natürlich nicht das alles geschafft, was wir gerne geschafft hätten. Aber so ist das manchmal. Das Leben ist kein Ponyhof, ne? Und erst recht nicht reizbefreit. Schütten wir mal, wie gesagt, die dicksten Dellen. Könnten hier natürlich jetzt auch noch mit einer Hake drüber gehen, aber wir haben alle Haken verlastet, also auf die Autos schon wieder verteilt.
Hier, Hashtag E.T. Mertens, ne? Hashtag E.T. Mertens. Am Gosewinkel und Fabian sich die Ehre quasi erarbeitet, diesen Sticker zu haben. Wir blasen hier jetzt noch einmal sauber, wo wir gehäckselt haben. Wir haben nicht alles in den Vario gekriegt, wie immer. Haben uns aber dagegen entschlossen, in den Twin Trailer zu häckseln, weil wir den Wehrmeer ja wieder brauchen. Und deswegen haben wir jetzt ja für nächste Woche einmal den Wehrmeer hier wieder verlastet und gegurtet und das alles safe. Und jetzt fahre ich gleich einmal den Vario nach vorne, dann ist alles sauber und dann, ne, wir blasen hier noch eben, schmeißen die Sachen noch eben wieder auf die Autos. Genau. Moin ihr Lieben, moin ihr Lieben, das war ein ganz schön langes Video. Ich habe es auch jetzt erst fertig gekriegt, es ist 0.50 Uhr am 15.03., also sprich Freitagabend. Ich war heute mit den Mädels bei IKEA. Die haben sich Schreibtische zusammengestellt. Wir haben Kallax-Regale für die Aktenordner gekauft. Wir haben jede Menge Büroausstattung hier bestellt, gekauft. Wir haben Monitore, Drucker, Desktop-PCs, allen Scheiß beschafft. Morgen früh klingelt um 5 wie immer der Wecker. Und dann mache ich hier noch ein bisschen Büro, mache mich fertig. Fahr zum Bau, wir nennen das Bau, unseren neuen Firmenplatz. Und dann geht das munter weiter, wir wollen morgen schaffen. Ich habe die Videos kommen noch. Wir waren jetzt am Pinseln und am Tapezieren und alles abends immer noch nach Feierabend. Weil am 25. wird unsere Telefonanlage und das Internet und alles online geschaltet. Und ab dem 25., also sprich in 10 Tagen, sind wir dann auf dem neuen Platz. Und bis dahin ist halt noch viel, viel zu tun. Das machen wir immer abends nach Feierabend. Da möchte ich mich echt nochmal bei meiner Bürofrau bedanken. Die liebe Marie, die ist ja schon von Anfang an mit dabei. Anna Caroline hat sie quasi noch angelernt. Auch ihr Mann Robin, bei denen wir waren ja bei der, ihr kennt die beiden, wir waren ja da auch auf Polterabend. Also ihr kennt die beiden und auch Robin ist abends, wenn seine Schicht, der hat Schichtdienst, wenn die Schichten das zulassen, ist er auch abends da. Also wir haben da abends viel gerockt. Ich bin den beiden da echt unendlich dankbar, dass die da so mitziehen. Und haben da gepinselt und tapeziert und alles und so. Die Videos, die werden kommen. Also wir sind am neuen Firmenplatz fleißig dabei. Jetzt diesen Samstag kommt Marcel auch nochmal wieder mit. Hat heute auch seine Hilfe und Unterstützung angeboten, damit der Umzug dann auch pünktlich klappt. Ihr wisst selber, es dauert beim Bau immer alles länger als geplant und es wird immer alles teurer als geplant. Wir haben jetzt auch heute gerade mal für die Büromöbel bei IKEA und ein bisschen Teller und Tassen, weil wir da ja auch eine Küche kriegen, damit die Jungs da auch mal frühstücken können oder wir vielleicht auch mal, wenn jemand Geburtstag hat, einen Kuchen backen können und so. Haben wir auch mal eben 1200 Euro bei IKEA gelassen. Da fängst du direkt zweimal an zu schlucken. Aber ja, ich glaube, es wird cool. Die Videos dazu kommen demnächst. Bleibt also neugierig. Ne? Abonniert den Kanal, wenn ihr da dran interessiert seid, wie unser Aus- und Umbau am neuen Firmenplatz weitergeht. Ja, das war dann der zweite Tag mit Hilfe von YouTube-Subscribern. Wie gesagt, am Freitag waren ja nicht so viele da. Einige haben jetzt auch geschrieben, als ich das Mittwochsvideo gepostet habe, hey, ich hatte auch Hilfe angeboten. Du hast gesagt, du hast genug Leute. Ja, dazu muss man sagen, einige, die ihre Hilfe angeboten haben, kamen eben von weiter weg. Da habe ich gedacht, naja, aus Hannover hier extra anreisen und so, wenn Leute hier aus der Gegend Hilfe angeboten haben. Es muss nicht extra einer aus Hannover kommen, wenn zum Beispiel einer aus Oldenburg oder so Hilfe anbietet. Da soll doch lieber der Oldenburger kommen. Das Problem war nur, wenn uns dann die Leute hängen lassen, ne? Wenn Leute Hilfe anbieten und dann nicht kommen. Das ist immer blöd. Darum habe ich aber denen von weiter weg gesagt, nee, wir haben genug. Wir hatten ja auch tatsächlich eigentlich ursprünglich genug. Aber egal. Es hat ja doch alles geklappt, wie ihr seht. Und es waren ja auch einige von euch da. Und wir haben wirklich eine coole Zeit gehabt. Gott, scheiße, bin ich müde. Aber ist auch kein Wunder. Wie gesagt, das ist jetzt, ich kriege jetzt noch 4 Stunden Schlaf. Und ich habe diese Nacht auch nicht viel mehr Schlaf gekriegt.
Aber wie gesagt, ich will mich nicht beschweren, es geht voran, es wird alles besser, es sortiert sich langsam. Wie gesagt, die Saison war eine Katastrophe. Mir ist letztens auch noch ein Flüchtigkeitsfehler passiert, da sind Papiere im Büro. Ihr kennt doch die Baustelle, genau, ihr kennt die Baustelle, die wir da in Aurich gemacht haben, wo das so nass war, wo wir abgesoffen sind, wo wir erst mit unserer Bühne rein sind und dann ja mit der Kettenbühne, mit der geliehenen. Die Baustelle werde ich nicht bezahlt kriegen, weil das Haus in der Zwischenzeit verkauft ist. Der Kunde, der uns den Auftrag gegeben hat, ja, dumm gelaufen, hatte den storniert. Ich habe es nicht gewusst, nicht gesehen, keine Ahnung, es ist mir jedenfalls durchgerutscht. Wir haben den Auftrag dann ja ausgeführt, der neue Eigentümer vom Haus sagt natürlich, ich habe euch nicht beauftragt, warum soll ich das bezahlen, hat er ja auch recht. Der Auftrag war storniert, ich habe ihn trotzdem gemacht, weil mir das eben durchgerutscht ist, damit haben wir jetzt 2 Tage Arbeit in den Sand gesetzt, inklusive in der gemieteten Bühne und alles. Das sind natürlich Sachen, das ist im Moment tatsächlich der Tatsache geschuldet, sage ich mal ganz ehrlich, dass ich gerade nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Das hätte nicht passieren dürfen, ich meine letzten Endes, er hat seine Bäume schick durchgepflegt gekriegt. Er ist angeblich angepisst und hätte die ja gar nicht durchgepflegt haben wollen, wo ich sage so, naja, ne, ihr habt das Video gesehen, was da an Totholz rausgekommen ist. Eigentlich kann er froh sein, dass die durchgepflegt sind und mir der Scheiß nicht aufs Dach gefallen ist. Aber er sagt eben, nee, ich bin angepisst, ich wollte das nicht, ich finde das nicht gut, dass ihr das gemacht habt. Ich sage, naja, entschuldigen Sie bitte, tut uns auch leid, wir haben den Auftrag vom Vorbesitzer und wir haben die Stornierung übersehen, das kann mal passieren, tut uns leid, jetzt sind die Bäume durchgepflegt. Und auch ein bisschen eingekürzt und ein bisschen sicherer als vorher. Kostet sie natürlich nichts, ist klar, ist unsere Schuld. So, also, ja, muss ich fressen, mein Fehler. Liegt aber, wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich echt einfach auf tausende Hochzeiten gerade tanze, völlig unter Schlafentzug leide. Und, ja, wie gesagt, froh bin, wenn ich mal 3-4 Stunden Schlaf die Nacht kriege. Da kam ja dann die Geschichte mit Carlos noch zu, auch dazu demnächst noch mehr in dem Video. Ne, der Carlos, der hatte sich, der ist dem Tod gerade nochmal von der Schippe gesprungen, aber auch dazu dann im nächsten Video. Ich war am Überlegen, ob ich es euch überhaupt zeige, aber ich habe es gefilmt den Tag. Also kann es auch mit in ein Video, was soll's, das ist mein Leben. Ja, das soll es dann aber auch von meiner Seite gewesen sein. Das Video ist schon wieder ätzend lang, hätte ich fast gesagt. Also für einen Sonntag doch schon wieder ganz schön. Aber ja, das war dann Tag 2. Dann waren wir ja noch ein Wochenende da, aber jetzt kommen dann gleich erstmal Videos von Montag bis Donnerstag, wo wir mit Bennett und sein Papa und allen unterwegs waren und Reto und wirklich auch coole Aufträge gerockt haben, trotz des Wetters. Es war scheiße nass, es war schlammig, es war matschig, es war Woodstock quasi, ja, aber vom Allerfeinsten. Also bleibt neugierig, es bleibt interessant und lasst euch nicht ärgern, geht immer irgendwie weiter, ne? Aufgeben ist keine Option. Und Neid muss man sich erarbeiten, aber Mitleid bekommt man geschenkt. Und sie werden sich so oder so das Maul über euch zerreißen. So oder so, egal was ihr macht. Also ihr Lieben, wir sehen uns am Mittwoch wieder.